Nachdem ein handfestes Unternehmenskonzept erstellt wurde, kann endlich die Gründung stattfinden. Doch leider kommt man dabei schnell auf seine Kosten. Dafür gibt es bestimmte Möglichkeiten, das Startup zu finanzieren. Da man meist nur über limitiertes Eigenkapital zu Beginn der Unternehmung verfügt, kann man zum Beispiel eines der vielen Förderprogramme in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Investoren für sein Unternehmen zu begeistern und dadurch finanzielle Unterstützung zu bekommen. Eins der vielen staatlichen Programme ist das Exist-Förderstipendium. Sofern man sein Startup an einer Hochschule gegründet hat und nach dem Abschluss aktiv am Unternehmensaufbau weiterarbeitet, kann man sich dafür bewerben. Bei Annahme stehen einem nicht nur großzügige finanzielle Unterstützung zu, sondern auch eine Reihe von Coachings, Seminaren und anderen Vorteilen für das Wachstum des eigenen Unternehmens. Des Weiteren gibt es die Option, über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, einen Gründerkredit zu beantragen. Hierbei können zu einem moderaten Zinssatz bis zu 100.000 Euro für Betriebsmittel und Investitionen kleiner Unternehmen beantragt werden. Das Prozedere der Aufnahme und Abzahlung entspricht dem einer konventionellen Bank. Es gibt vor allem im fortgeschrittenen Stadium der Startup-Entwicklung die Möglichkeit, Investoren zu gewinnen. Diese müssen mit dem Business-Konzept überzeugt werden, um Unternehmensanteile zu investieren. Diese kann man prinzipiell in drei Kategorien einteilen. Ein sogenannter Business Angel ist ein stiller Investor, der aufgrund seiner Überzeugung in ein Startup investiert, sich allerdings aus dem täglichen Business heraushält. Er kann jedoch auch ein hilfreiches Netzwerk oder Know-how mit einbringen. Als nächstes gibt es das sogenannte Venture Capital. Vom Namen her lässt sich bereits schließen, dass es sich um abenteuerliches Kapital handelt. Da mit einer neuen Unternehmensentwicklung mehr oder weniger hohe Risiken verbunden sind, ist es schwer, einen Kredit als Unterstützung zu bekommen. Sofern die Venture Capital Investoren jedoch vom Startup überzeugt sind, sind sie bereit, auch hohe Summen trotz des bestehenden Risikos zu investieren und dem Wachstum des gegründeten Unternehmens zu helfen. Als Gegenleistung erhalten diese dann prozentuale Beteiligung am Unternehmen. Wer jedoch nicht die Möglichkeit der Vergabe von Unternehmensanteilen hat, kann etwas größer denken und eine sogenannte Crowdfunding-Kampagne starten. Hierbei präsentiert man seine Idee oder sein Konzept kurz auf einer Online-Plattform und versucht, die Community zu überzeugen. Der Vorteil ist, dass hier auch kleine Investitionsbeträge für eine Gegenleistung wie zum Beispiel einen Rabatt oder ein kostenloses Produkt der ersten Herstellung angeboten werden kann. Die Masse der Unterstützer sorgt dann für die Begleichung der angestrebten Summe. Hier lohnt es sich, ständig mit den Investoren in Kontakt zu bleiben und für die Kampagne zu werben. Auch wenn es nicht immer einfach ist, ausreichend finanziellen Rückhalt zu haben, sollte man ständig an seinem Konzept arbeiten, es optimieren, sich austauschen und immer ein offenes Ohr für neue Möglichkeiten der Finanzierung haben.